Hallo meine Damen und Herren, werte Genossen, herzlich willkommen zurück zum Halle-Turnau-Projekt hier in Halle-Turnau. Logischerweise. Ja, wir sind hier dabei, die Sonnenblumen anzupflanzen. Viel ist es nicht mehr, aber ein bisschen was ist es noch. Ansonsten, die Kartoffeln sind ausgebracht, die Fahrzeuge sind zurückgebracht. Teil ist schon wieder gewaschen. Momentan ist das Düngefahrzeug auf den Feldern unterwegs, also sprich das Pflanzenschutzfahrzeug, und befreit es momentan gerade von Unkraut. Na, ihr seht es hier. Und ihr seht übrigens hier ein neues Symbol. Ja. Was bedeutet das? Ich habe mir die neueste Version von Courseplay mal runtergeladen. Ja, dabei habe ich festgestellt, dass meine Version, also man könnte verzagen, meine Version war alter Adel, sagen wir es mal so. Ich sage jetzt nicht, dass es deswegen jetzt hier irgendwie wahrscheinlich besser läuft, aber sie war alter Adel. Ja, nur, dass wir das mal geklärt haben. Ich wusste es natürlich, aber ich wusste nicht, dass wir schon ein paar Versionen weiter sind. Also wie viele Versionen kann ich jetzt nicht sagen. Meins war irgendeine Version 6.1 und zerquetschte. Da können die, die sich damit auskennen, gerne jetzt lachen. Wahrscheinlich, Gott, oh Gott, oh Gott, werden die sagen. Ja, ich habe jetzt die Version 6.4, das ist die aktuellste, die ich gefunden habe. Sie ist auch von der Anzeige erheblich anders, wie ihr gesehen habt. Und ihr könnt da mehr Dinge einstellen. Was liegt heute an? Wir werden, wie gesagt, hier das Feld fertig machen. Ansonsten sieht es bei uns natürlich, dieses Kartoffelfeld haben wir schon, das ist so gut wie fertig und das ist fertig gemacht, aber da fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen die Textur vom wie heißt es, vom Unkraut. Ansonsten sind alle Felder soweit okay. Auch unser Ladewagen hier. Wo fährt denn der hin? Oh. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich weiß nicht, ob der fertig ist, aber ich gehe mal davon aus. Ich werde ihn noch einmal hier hinten ansetzen auf der Spur. Und ja, ich werde, wie gesagt, hier hinten noch einmal auf der Spur ansetzen und dann werden wir sehen, was er daraus macht. Ich weiß gar nicht, ich bin hier auf dem Monitor. Na, ich bin eigentlich hier drauf und trotzdem verstehe ich nicht, springt er rüber auf den zweiten, also auf den geteilten Monitor. Also da hinten ist noch was, sehe ich gerade. Also das wird er noch einholen und dann sollte es das gewesen sein. Ja, wir springen hier zurück. Dann fahren wir einfach mal noch eine Runde weiter hier. Ja, wie gesagt, ist natürlich schön anzusehen, wenn sich trotzdem was im Laufe der Monate verändert. Ich kann euch nicht sagen, wie alt meine Version war. Ich schätze aber mal mindestens ein Jahr, wenn das reichen sollte. Na, ich weiß auch nicht, wie lange es die neue Version schon gibt. Ich habe nur gesehen, dass mein CP bei Weitem nicht mehr übereinstimmt mit dem eines anderen. Und da dachte ich mir, jetzt machst du das mal, jetzt gehst du mal auf die Jagd und holst dir das neue Cosplay. Und ja. Ihr wisst ja, Autodrive verwende ich eigentlich gar nicht. Warum? Nun, ich habe mich nie damit beschäftigt und ja, natürlich ist es eine schöne Sache. Ich glaube auch nicht, dass ich es in diesen LS noch einmal verwenden werde. Ja, mir das angewöhnen werde, wie das funktioniert. Ich warte dann auf den LS22 und werde es mir dort auf jeden Fall zu Gemüte führen und auf alle Fälle stark nutzen. Denn ich fand es faszinierend, dass man zum Beispiel bei Courseplay und Autodrive kombinieren kann. Also Feldarbeit und das Abfahren finde ich eine ganz schicke Sache. Und es gibt ja doch den einen oder anderen, der stellt das sehr explizit vor und sehr außergewöhnlich. Ne? Also außergewöhnlich von, es bleiben keine Fragen offen, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist doch sehr erfreulich und ja, da kann man sich das dann mal zu Gemüte führen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es noch für diesen LS mache, aber für den nächsten wird es sicherlich so werden. Des Weiteren habe ich naja, also unterm Strich habe ich eigentlich noch drei Projekte mit im LS geplant, die noch kommen sollen, bevor der neue LS22 kommt.
Inwiefern sie dann fertig wären oder wir dann einfach mal wechseln, sage ich mal, auf den neuen LS, das werden wir dann sehen. Aber ich möchte gerne noch 2, 3 Projekte machen. Ja. Keins hat hiermit zu tun, also es sind völlig andere Projekte. Und ja, das ist das, was es werden wird, sage ich mal. Ja. Ihr wisst ja, ich habe ein Faible für normalerweise Karten, die Inseln sind. Warum? Weil ich es einfach schön finde. Man hat da eine geschlossene, also der Weltmarkt ist ja trotzdem dasselbe, aber man hat da eine geschlossene Sache an sich und vielleicht muss man dann sein Produkt eben anders an den Mann bringen, das heißt per Fähre oder sonstiges. Und das finde ich eigentlich immer eine schöne Sache. Auch Halbinseln sind eine nette Sache. Im LS17, wie gesagt, ich hatte es schon mal angesprochen, gab es sehr schöne Karten, was Inseln betraf. Es gibt auch hier im LS19 die ein oder andere sehr gut gelungene Karte. Eine davon ist zum Beispiel bei mir in den Mod-Vorstellungen zu finden, oder in den Kartenvorstellungen besser gesagt, die Balledurn-Farm. Ich habe übrigens festgestellt, nachdem ich mir ein bisschen gegoogelt habe, dass die Karte, ich weiß nicht warum, im deutschsprachigen Raum findet man nichts bei YouTube. Das ist sehr erstaunlich. Und das, was man findet, ist ja, dezent, sage ich mal. Also es ist wirklich dezent. Selbst im englischsprachigen Raum findet man sehr wenig. Es ist eine Karte aus der Region Irland eigentlich, um es genau zu sagen. Ich glaube, ich hatte gerade England gesagt, oder? Also Balledurn Farm ist eine Karte, wie gesagt, eine irische Karte und sie ist wirklich eigentlich sehr schön gemacht. Ja. Auch eine Fähre kommt drin vor, Inseln und der ganze Aufbau ist eben, ja, man könnte jetzt sagen Englisch, aber es ist ja kein Unterschied zwischen irischen und englischen Landschaft, sage ich mal. Ja. Das ist ja so gut wie gleich. Okay, hier sind wir fertig, dann werde ich jetzt zurückfahren. Einfach bloß mal auf den Hof abstellen und dann werden wir uns einer anderen Sache widmen. So. Ja, und das ist zum Beispiel eine schöne Karte. Und was ich festgestellt habe, in den letzten halben, dreiviertel Jahr sind auch sehr schöne, seltene Karten rausgekommen, wie zum Beispiel spanische Karten, die meines Erachtens absolut unterschätzt sind. Das ist eigentlich sehr schade. Ne? Ich habe da, ich weiß jetzt leider nicht den Namen genau. Da ist gar nichts zu finden. Da ist gar nichts zu finden für diese Karte. Also kein Let's Play, kein, also ganz selten eine Kartenvorstellung. Aber so ist für die Karte leider gar nichts zu finden. Das finde ich, wie gesagt, absolut schade, dass sich der Modder dort sehr viel Mühe gegeben hat. Und natürlich auch, was brasilianische Karten oder südamerikanische Karten angeht, ist wirklich sehr viel in den letzten Monaten rausgekommen. Das muss man wirklich so sagen. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich und freut mich eigentlich umso mehr, da die Landschaft auch sehr schön ist. Und die Modder, die südbrasilianische Karten machen, die lassen sich manchmal was sehr Geiles einfallen, das muss ich sagen. Ich habe das erste Mal auf einer italienischen Karte gesehen. Und zwar die, oh Gott, Italian Rice war das, genau. Und zwar, dass man Felder bewässern kann. Und natürlich den Reisanbau dort forcieren kann. Das habe ich auf der einen oder anderen brasilianischen Karte wiedergefunden und finde ich ein sehr schönes Gimmick, da ja, das weiß vielleicht nicht jeder, Brasilien einer der größten Reisanbauer der Welt mitgeworden ist. Und ja, sehr spannende Sache eigentlich an sich. Ja. So, wir machen mal das Feld hier unten, die 28. Das sieht alles ganz gut aus. Tun wir mal generieren.
Ja, und dann soll er einfach mal loslegen. Ja. Du wirst das schon machen, denke ich. Was haben wir hier? Der ist jetzt so wirklich fertig, ne? Ich muss das mal einfahren hier. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. So, wunderbar. Ja, dann wird die Folge ein paar Minuten länger gehen, das ist kein Problem, aber den fahren wir noch schnell zurück. Den stellen wir auch bloß am Hof ab, dann ist das auch erledigt. Und ja, die Minute nehmen wir uns einfach Zeit. Dann ist es so. Ja, heute habe ich natürlich wieder einen Mod dabei, ganz klar. Ein Mod, den ihr bestimmt schon kennt, vielleicht auch ausprobiert habt. Es ist natürlich ein Ostalgie-Mod, ein Fortschritt, IFA-Fortschritt. Gut, wer es nicht weiß, IFA ist sowieso der große Dachverband oder der große, im Osten hieß es Kombinat, im Westen heißt es Konzern. Oder im Kapitalismus heißt es Konzern, sagen wir es so, und im Sozialismus heißt es Kombinat. Kombinat ist eigentlich lateinisch und heißt grob übersetzt ein Zusammenschluss. Ja. Da, eigentlich ein Zusammenschluss von das, was Sinn macht, um es genau zu sagen. Und naja, ein Konzern ist auch nichts anderes. Der kauft auch das, worin er Geschäfte machen möchte, je nachdem wie er ausgelegt ist oder was für ihn Sinn macht, ne? Ganz klar. Ja, und das ist es erstmal. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch viele Autohersteller, die einen Reifenhersteller gekauft haben und natürlich ihre Fahrzeuge standardmäßig damit ausstatten. Und wenn es gut läuft, dann stellt der Reifenhersteller auch noch Reifen für andere Autohersteller her oder LKW-Hersteller, Motorradhersteller oder. Ja, nur mal so als kleines Beispiel. Und wie gesagt, wir sind, oder das ist eben der Unterschied Konzern und Kombinat, nur mal so, wer es wissen möchte. So, der macht sein Ding hier. Macht er das richtig? Ich glaube schon. Ah, da war ich jetzt ziemlich schnell, okay. Gut, dann springen wir mal hier rüber, dort wo ich hin will. Und dann nehmen wir als erstes mal den hier. Und wir werden mal das entladen. Denn ich habe mir gedacht, wir werden mal den Mist verwerten, den brauchen wir ja nicht alles. Bis wir wieder düngen, kann es etwas dauern und deswegen habe ich mir gedacht, wir schütten das mal in die BGA, das nimmt die ja auch zum Glück und das bringt uns Geld, denn Geld brauchen wir. Ihr seht, wer es nämlich jetzt gemerkt hat, hat gesehen, dass unser Kontostand massiv gesunken ist. Ich muss mal ganz kurz rechnen, ich glaube, wir haben rund 72.000 für etwas eigentlich sehr Schönes ausgegeben. Die Handhabung ist meines Erachtens etwas schwierig. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Müssen wir mal schauen. Ja. So, ich gebe das hier schön rein. Ja, das passt doch alles rein. Wir haben ja 70.000 passen, glaube ich, bei uns rein hier. Ne? Und wir haben etwas so 40.500 geladen, also das ist kein Problem. Ja. Habt noch ein bisschen Geduld, es ist gleich soweit. Aber ich brauche den leeren Truck hier. Und wenn ich sage, ich brauche einen leeren Truck, dann weiß wahrscheinlich der ein oder andere schon eventuell, worum es geht. Wie gesagt, ich habe noch ein paar, also ich habe noch eine ganze Menge Mods in der Pipeline. Aber ich möchte sie natürlich bringen, wenn ich sie auch zeigen kann. Es bringt nichts, wenn ich jetzt einen Mod vorstelle oder zeige, der dann vielleicht, naja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Mähdrescher euch zeige und dann nicht aufs Feld kann, zum Mähen ist das jetzt sinnfrei, weil die Felder noch nicht reif sind. Deswegen würde ich mir das sparen und nehme etwas, was natürlich ich euch zeigen kann. So, müssen wir mal abbremsen. Und dann fahren wir mal hier vor. Und dann stellen wir das mal hier ab. Ja, dann steigen wir aus. Und da ist er. Ich habe ihn hier still und heimlich in die Ecke gefahren. Ja. Wir hatten mal Schwierigkeiten beim Starten, ihr hört es.
Also so war es auch in der Realität. Vielleicht nicht ganz so lange, aber der hat ziemlich lange getuckert, bis der betriebsbereit war. So, und ich löse mal hier unten. Halt, das war das Falsche. Denn ihr müsst nämlich immer zwischen der Schaufel und dem Arm umschalten oder dem Fahrzeug. Ja, wenn ich X drücke, geht zum Beispiel, ich muss es mal kurz zeigen. Sind wir auf dem richtigen? Ja, ich denke schon. Aber ich fahre mal trotzdem ein Stück vor. Ihr könnt dieses Fahrzeug ohne dieses Schild nehmen. Irgendwie hängen wir hier gerade fest. Das ist natürlich absolut prickelnd. So, ich klappe das mal hier aus. Ihr seht auch vorne, das Schiebeschild geht runter zur Stabilisierung. Und natürlich muss ich jetzt mal schauen, wie man... das ist die Abdeckung, ist da gemeint. Die Abdeckung wird jetzt gelöst. So, jetzt muss ich umschalten mit G. Und dann können wir auch die Kralle öffnen. Ja, viel sehen tut man nicht drin, aber trotzdem eine schöne Sache. So, ich finde das schon noch raus. Ich hoffe es zumindest. Nee, warte mal, das wollte man nicht. Wir wollen nicht zusammenklappen. So, Freunde, das Problem habe ich gefunden. Die Tastenbelegung ist zwar belegt gewesen, aber irgendwie funktioniert sie nicht. Ich habe sie jetzt mal auf zwei andere Tasten gelegt, die mit Sicherheit nicht verwendet werden. Und jetzt funktioniert es auch. Wir können hier das heben und senken. Es geht nicht unbedingt schnell, weil die Original, denke ich mir, also die Original... Belegung geht wahrscheinlich schneller, aber das weiß ich jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Auf alle Fälle haben wir das auf zwei andere Tasten gelegt und es funktioniert. Okay, wir schließen mal vorne die Mistgabel und senken es mal. Ganz einfach. Ja, mal ein bisschen hin und her. Und da haben wir schon die 5000 voll. Wir gehen hier rum. Jawohl, ich gehe mal wieder ein bisschen näher ran. So ist es, glaube ich, am besten. Dann sind wir hier drüber und einfach mit X wieder öffnen. Halt, wir sind noch nicht drüber jetzt. Mit X wieder öffnen und 5000 Liter Mist sollten seinen Weg gefunden haben. Ja, das finde ich nicht ganz so. Ja, irgendwie sind wieder Maus. Ich habe ein bisschen wenig Platz. Ich hoffe, es geht trotzdem. Und ich hoffe, es ist nicht zu laut. So wird auch. Ja, andere Richtung. Ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da ist ja hierfür alles ein bisschen andere Kombination ist. Das im Großen und Ganzen geht das schon wirklich. Dann machen wir das mal so ab hier. Und dann läuft das auch. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ups, hallo. Ja. Und was wir uns jetzt nochmal anschauen, ist, wenn sie aufgeht. Ja. Ihr seht, es wird von oben nach unten geleert. Ist ein bisschen putzig, aber ist so gut. Prinzipiell soll uns das nicht groß stören, denke ich. Ja. Und dann entladen wir den Rest. Ja, dann. Jawohl. So sieht's aus. Ein schöner Mod. Er braucht ein bisschen Übung, finde ich. Aber an sich. Klasse gemacht. Ja. Irgendwie stehen wir bald hier ganz schief. So, ich öffne das mal hier. Ihr könnt ja noch eine Schaufel wählen. Natürlich könnt ihr mit der Schaufel auch Mist machen. Aber natürlich original ist eigentlich hier die Mistkralle. Ne? Oder Mist. Ja, hier soll man den Wald.
erstmal wieder. Und dann jetzt reicht das leider nicht mehr. Mal sehen, ob wir da hinterkommen. Jawohl, und da entladen wir dort nochmal. Und damit wäre das geklärt. Ne? Also ihr müsst halt in die Einstellung gucken, eventuell es ist J und N ist angegeben, aber das funktioniert nicht. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es bei euch. Ansonsten einfach umlegen auf etwas, was nicht benutzt wird. Und damit soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage auch bald. Ciao, ciao.